Liebe Zuschauer, das Warten hat jetzt endlich ein Ende. Spitzenspiel NOFV Oberliga Nord, Greifswald FC gegen den SV Lichtenberg 47. Bei mir steht nun der sportliche Leiter der Lichtenberger, Benjamin Plötz. Benjamin, die Anfahrt nach Greifswald gut überstanden? Ja, sehr gut. Es war eine weite Strecke, aber wir hatten einen ganz guten Rahmen. Hat gepasst. Seid ihr heute angereist oder die Tage schon? Ja, wir sind ein Amateurverein, also von daher heute Morgen alle in den Bus und dann entsprechend 4 Stunden nach oben. Jetzt heute Partie Erster gegen Zweiter, gerade für den SV Lichtenberg, ihr hättet durchaus schlechter starten können, oder? Ja, wir können sehr, sehr zufrieden sein mit dem aktuellen Start und treffen wir heute in dem Spitzenspiel hier gegen eine sehr, sehr gute Greifswalder Mannschaft, die ja einen sehr beachtlichen Start hingelegt haben, für einen Aufsteiger so gut in Form und so viele Punkte schon geholt. Wie bereitet man sich, du sprichst selber auf so ein Spiel beim Aufsteiger vor? So wie jedes andere Spiel. Jeder Gegner ist gleich ernst zu nehmen und du musst am Ende einfach nur eine gute geistige Frische haben, musst eine gute Trainingswoche hinter dir haben und dann dich fokussieren auf diese 90 Minuten, die bevorstehen. So im Vergleich, klar, hier oben alles möglicherweise ein bisschen kleiner. Wie läuft so eine Trainingswoche beim SV Lichtenberg ab? Ich würde nicht sagen kleiner, ich glaube, das ist schon ähnlich gehalten. Wir trainieren 3 bis 4 Mal die Woche und versuchen im Rahmen derer, die dann ja auch von Arbeit oder vom Studium kommen, ein vernünftiges Training anzubieten und haben einen sehr, sehr guten Trainerstaff und die kümmern sich ganz hervorragend um die Jungs und um die entsprechenden Inhalte, die vermittelt werden müssen. In der Vorbereitung auf das Spiel, so die, wie sich die Spielweise der Greifswalder darstellt, was hast du da für einen Eindruck? Sie haben in den Spielen, die wir jetzt gesichtet und gewertet haben, ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel. Haben gerade bei unserem Nachbarn Tennis Borussia eine sehr, sehr überragende erste Halbzeit hingelegt, haben da 3 Tore blitzsauber gemacht nach Umschaltspiel, im Zentrum Bälle gewonnen und dann tief gespielt und haben da vorne natürlich auch mit den beiden außergewöhnlichen Kickern da auch Abschussstärke. Ne? Beide haben 5 Tore, von daher, wir sind auf der Hut, wir müssen darauf aufpassen. Jetzt bei den Berliner Mannschaften unter sich, man kennt sich, da wird man jetzt wahrscheinlich nicht so große Überraschungen vorfinden. Wie bereitet man sich so auf die Spielweise beim Gegner vor? So Stichwort Videostudium beispielsweise? Ich glaube, das ist im Amateurbereich mitunter ein bisschen schwierig, denn du musst dafür viel, viel Zeit opfern. Wir versuchen es im Rahmen unserer Möglichkeiten dennoch, das klein zu halten, aber so, dass es annehmbar für Spieler und auch Trainerteam ist. Und versuchst natürlich, weil du das Thema Berliner Vereine gerade ansprichst, dann natürlich einfach auch mal ins Auto zu steigen und rüber zu fahren. Ne? Denn das ist am einfachsten, du guckst dir die Spiele hautnah an und kannst dann berichten vom wirklich Gesehenen. Jetzt habe ich im Vorfeld gehört, der erste Sturm, nennen wir ihn so, ist wieder fit. Auf welche Spieler müssen denn die Greifswalder heute bei euch besonders aufpassen? Ich möchte da keinen hervorheben. Wir haben durch die Bank weg tolle Fußballspieler, aber das stimmt schon. Grüneberg und Brechler sind jetzt seit 2 Wochen so richtig wieder mit dabei. Die haben in den letzten Jahren immer in vielen Spielen den Unterschied gemacht und standen auch in der Tabelle der Torjäger relativ weit oben. Aber wir haben so viele super Jungs. Ich möchte da jetzt nur aufs Kollektiv verweisen.